Das Gottlieb. Wer unser Hörfunkprogramm DDR1 hört, kennt diese Musik. Es ist die Unterlegmusik für Egers Worte, die Kolumnen auf Radio Marabu und DDR1. Diese Musik stammt, die Elektronikfans werden es wissen, von Hans-Hasso Stamer. Er betreibt seit vielen Jahren seinen Blog Splitter und Balken. Viele werden ihm dann nicht folgen. Ab und an bringt er sich ein bei Reitschusters Boris. Das Thema Kompaktmagazin hatten wir ja hier bereits am Montag. Zwei weitere Dossiers heute und morgen. Grundlage bilden zwei aktuelle Interviews. Eines mit Jürgen Elsässer, geführt von der Schweizer Weltwoche Roman Zeller. Diese wurden noch aufgezeichnet vor der aktuellen Entscheidung über die Wiederzulassung des Kompaktmagazins. Gejubelt wurde nicht zuletzt von Elsässer selbst. Sieg! Selbstverständlich beließ es der kluge Mann dabei. Die Musik von Hans-Hasso Stamer füllte in den 80er Jahren eine Amiga-Langspielplatte, wurde aber auch reichlich im Rundfunk der DDR verwendet. Dieses Stück hier im Wissenschaftsmagazin des Berliner Rundfunk. In meiner Erinnerung sehr beliebt, weil es da viel um Computer und dergleichen ging. Bit. Das Wissenschaftsmagazin des Berliner Rundfunks. So klang es einst in den 80er Jahren. Hans-Hasso Stamer möchte den Jubel nicht zu sehr teilen. Für seine Worte sein Allegro für Gero. Und nun das Gottlieb. Das gesamte patriotische Lager jubelt über die Wiederzulassung des Kompaktmagazins. Zum Jubeln besteht kein Anlass, denn meiner Meinung nach, der Meinung von Hans-Hasso Stamer, war dieses Verbot nur ein Ablenkungsmanöver nach dem Motto: fordere zwei Dinge, dann bekommst du eines ganz sicher. Worum geht es? Fässer hat Kompakt mit einem juristischen Trick, man könnte auch sagen administrativen Trick, verboten. Da die Zensur laut Grundgesetz verboten ist, hat sie nicht das eigentliche Presseerzeugnis verboten, sondern die dahinterstehende GmbH. Denn selbstverständlich braucht man eine Firma, um ein solches Magazin herauszugeben. Und diese Firma wurde kurzerhand zum Verein umdeklariert. Im Kern geht es darum, das Vereinsrecht auf eine GmbH anzuwenden. Und genau das ist in der einstweiligen Verfügung nicht gestoppt, sondern bestätigt worden. Er zitiert aus der Pressemitteilung des Gerichtes: Zwar bestehen keine Bedenken gegen die Anwendbarkeit des Vereinsgesetzes auf die in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung organisierte und als Presse- und Medienunternehmen tätige Antragstellerin zu eins. Alles spricht auch dafür, dass die Verbotsverfügung formell rechtmäßig ist. Hans-Hasso Stamer: Es ist also kein Freudentag, sondern in Wirklichkeit ein rabenschwarzer Tag für die Meinungsfreiheit. In Zukunft braucht man keine unbotmäßigen Medien mehr zu verbieten. Man deklariert einfach die dahinterstehenden Firmen zu Vereinen um. Diese lassen sich dann mit dem Vereinsrecht verbieten. Das ist ein Stück aus dem Tollhaus. Ein großer Schritt weiter in Richtung Diktatur. Die Dinge vom Ende zu denken schadet nie. Umso interessanter dieses Interview, geführt von der Schweizer Weltwoche vor der jetzigen juristischen Entscheidung. Und Roman Zeller empfiehlt sich ein weiteres Mal als Solitär der kurzen Frage. Wer sind Sie eigentlich, Herr Elsässer? Ja, ich bin von Haus aus eigentlich Lehrer, war bis 1994 Beamter des Landes Baden-Württemberg und habe unterrichtet. Und dann habe ich mich eben der journalistischen Laufbahn zugewendet und war zunächst bei linken Zeitungen, etwa der Tageszeitung Junge Welt oder Monatsmagazin konkret. Und als ich dann aber gemerkt habe, dass die Linken immer dümmer werden und es da keine Möglichkeit mehr gibt, seine abweichenden Meinungen zu äußern, dann habe ich mit der Linken gebrochen, wurde auch gekündigt in allen diesen linken Zeitungen und habe dann 2010 das Monatsmagazin Kompakt gegründet mit dem Slogan: nicht links, nicht rechts, sondern vorn. Diesen Slogan verwendet ganz aktuell auch dieser Mann hier in seinem aktuellen, vielgescholtenen Wahlwerbespot für Thüringen. Das ist unsere Heimat. Bringen wir Thüringen wieder nach vorne. Nicht nach links, nicht nach rechts, sondern nach vorn.
Dafür bitte ich um Ihr Vertrauen. Von Höcke bis Doof und Salz in den Kaffee wurde dieser Wahlwerbespot von vielen kritisiert. Den eigentlichen Kritikpunkt sah ich von niemandem aufgegriffen. Wenn ein CDU-Mann den von Elsässer geprägten Slogan nicht links, nichts rechts, sondern vorn verwendet, was bedeutet das eigentlich? Schmiert er sich an Elsässer ran? Oder weiß er gar nicht, dass Elsässer diesen Slogan verwendet? Das würde ich als Ausdruck politischem Analphabetismus einordnen. Bei dem CDU-Mann, aber auch bei den anderen Medien. Natürlich muss Elsässer auch sein Buch bewerben. Ich habe es gelesen, ist sehr unterhaltsam, aber Werbetrenner muss rein. Ich sehe mich als Patrioten in erster Linie. Ich habe ja eine Autobiografie geschrieben vor 2 Jahren unter dem Titel »Ich bin Deutscher, wie ein Linker zum Patrioten wurde«. Wobei der Patriotismus nicht notwendig rechts ist und ich fühle mich auch nicht als Rechten, denn wir haben ja in der Geschichte der Linken durchaus patriotische Strömungen gehabt. Das ging erst nach 1968 verloren und die heutigen Linken sind ja antinational, sind nationale Masochisten und Globalisten, aber das war nicht immer in der Geschichte so. Ich erinnere nur an ein bekanntes Beispiel, Willy Brandt, der das beste Ergebnis für die SPD 1972 im Bundestagswahlkampf eingefahren hat, mit 45,6 oder 7% unter der Wahlkampfparole Deutsche, wir können stolz sein auf unser Land. So einen Slogan eines SPD-Mannes würde man heute als rechtsradikal einstufen und deswegen werde ich auch als rechtsradikal eingestuft, nur weil ich Patriot bin. Ja, vom Grundsatz her lässt sich feststellen, es gibt eigentlich kein Links oder Rechts mehr. Das sind Kategorien aus dem untergegangenen Industriezeitalter, als irgendwie Kapitalisten gegen Proletarier standen. Aber dieses Industriezeitalter ist untergegangen. Jetzt haben wir eine Herrschaftsstruktur wie im Mittelalter, als eine kleine Elite, damals der Adel und jetzt eben der Geldadel, die 99% der Bevölkerung ausbeutet, und zwar nicht nur die sogenannten Proletarier, sondern auch den Mittelstand. Und selbst große Konzerne werden ja von den Banken ausgesaugt und kaputt gemacht. Elsässer von links nach rechts. Das war ein 10-jähriger Prozess, ungefähr von 1999 bis, sagen wir, 2008. Und in diesem Prozess habe ich einfach den Wert des Nationalstaates entdeckt. Es war damals die Zeit, Anfang der Nullerjahre, als noch unter Kanzler Gerhard Schröder dem Globalismus die Tür geöffnet wurde und dann amerikanische Heuschrecken begannen, die deutsche Industrie aufzukaufen, also sogenannte Hedgefonds. Und da hat damals sogar die SPD, nicht Schröder selber, aber sein Generalsekretär Franz Müntefering erkannt, wir müssen mit nationalen Gesetzen diese Raubzüge des angloamerikanischen Finanzkapitals stoppen. Und damals war ich ja noch ein Linker. Aber dieser Gedanke hat mir total eingeleuchtet, zunächst mal als Schutz für die Arbeitnehmer, für die Arbeiter und für die kleinen Leute, für den Mittelstand, dass hier wieder wirtschaftliche Grenzen hochgezogen werden müssen. Also am Anfang meiner Entwicklung weg von der Linken war ich sozusagen Wirtschaftsprotektionist oder Wirtschaftspatriot im Sinne eines Linken, nämlich nur für die kleinen Leute, für die Arbeiter. Der weitergehende Gedanke hat sich dann entwickelt, weil die Linken schon damals so blöd waren, dass sie diesen Gedanken, der Nationalstaat schützt den Sozialstaat, sozial geht nur national, diesen naheliegenden Gedanken, den man auch bei Marx noch finden kann, den haben die Linken, mit denen ich damals zu tun hatte, schon nicht mehr kapiert. Und da habe ich gemerkt, da ist Hopfen und Malz verloren. Und sehr schnell wurde ich dann als Rechter tituliert. Ja. Um ein Beispiel zu machen, ich habe damals für die Tageszeitung Junge Welt gearbeitet und es war das Jahr 2005. Da hat sich in der Slowakei eine neue Regierung gebildet, mit dem ja auch heute noch sehr berühmten Robert Fico an der Spitze.
Auch ein Sozialdemokrat übrigens. Und der hat damals eine Regierung gebildet mit den Rechten. Slowakische Nationalpartei. Und zwar, um sich dem Zugriff aus Brüssel von der EU zu erwehren, hat er gesagt, ich muss jetzt mit der Partei zusammenarbeiten, die das genauso sieht, obwohl das Rechte sind und wir sind Sozis. Diesen Gedanken habe ich offensiv verteidigt und dann war gleich der Vorwurf, Elsässer will Bündnisse mit Faschisten. Das ist sozusagen, war eines der Schlüsselerlebnisse. Hat Elsässer rote Linien? Die rote Linie ist überquert, wenn das demokratische System und die demokratische Gewaltenteilung beiseite geschoben wird und die Macht, egal wer sie innehat, dann gegen Opposition vorgeht, Opposition verbietet, Opposition einsperrt, im Extremfall Opposition vernichtet, also auch physisch. Und die Grenze ist natürlich auch überschritten, wenn man sozusagen in einem engen Volksbegriff alle Zugewanderten zum Feind erklärt, so wie man unter Hitler die Juden zum Feind erklärt hat und dann entsprechend verfolgt, ausweist oder vernichtet. Und das Problem ist ja, dass genau dieser Weg jetzt eingeschlagen wird, nicht von den Konservativen, den vermeintlichen Faschisten, sondern von den Linken, von Rot-Grün, die sich ja als Antifaschisten begreifen. Also die gehen über die rote Schwelle, die das No-Go markiert. Das Dossier. Kompakt gibt es seit 14 Jahren. Wir sind noch nie verurteilt worden, noch nicht mal angeklagt wegen irgendwelcher Straftaten, etwa Rassismus oder Holocaustleugnung oder Antisemitismus oder Aufwiegelung zur Gewalt. Wir haben eine juristisch blütenweiße Weste. Und dann wird man über Nacht verboten, ja? Das ist so ein unglaublicher Vorgang. Da gibt es in der Bundesrepublik nach 45 überhaupt keine Parallele, ja? Aber die Stigmatisierung, die hat zugenommen. Zum Stil. Wir haben keinen akademischen Stil, sondern wir betreiben Populismus. Und ich sehe Populismus nicht als Schimpfwort, denn Populus lateinisch heißt ja das Volk. Wenn man das Volk ansprechen will, dann muss man eine Sprache sprechen, die die Leute verstehen. Und ohne Populismus ist auch eine Demokratie undenkbar. Denn wie soll das Volk entscheiden, wenn Sachzusammenhänge verschleiert werden, wenn man Wörter benutzt wie Gender Mainstream, wo am Schluss niemand mehr weiß, was das eigentlich bedeuten soll. Also dagegen haben wir immer eine klare Sprache gesetzt. Und manche haben gesagt, Kompakt ist die Bildzeitung der Rechten. Das habe ich durchaus als Kompliment gesehen. Ich habe immer gesagt, meine Zielgruppe ist die Friseuse. Ja, was interessiert die Friseuse? Das muss aufs Titelbild. Es sind die Zeiten, in denen große Männer zu weit gehen. Und ich bin zu weit gegangen. Wo ist Elsässer zu weit gegangen? In der Hochzeit der offenen Grenzen, als da Merkel alles aufgemacht hat und wirklich 2015 über 2 Millionen Leute kamen aus Syrien und aus anderen fernen Weltgegenden, da hatten wir natürlich, da waren wir ein bisschen übererregt manchmal. Aber wie gesagt, die Grenze zur Strafbarkeit im Sinne von Hetze haben wir nie überschritten, ja. Ich würde eine Sache kritisch sehen, zum Beispiel, würde ich heute nicht mehr machen. Wir hatten im Frühjahr 2016 ein Titelbild. Da war die Schlagzeile Invasion aus Afrika. Und abgebildet war ein Schwarzer, also der nicht besonders sympathisch aussieht. Ja. Würde ich heute sagen, das war ein bisschen übertrieben. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel das letzte Jahr nehmen, wir haben so viele pro-afrikanische Sendungen gemacht auf Kompakt TV oder auch Artikel in unserem Magazin. Wir haben diese ganzen Aufstände in der Sahelzone, diese sogenannten Putsche gegen die französischen Kolonialherrscher in Mali, Burkina Faso, Niger. Das haben wir alles gefeiert, unterstützt da. Wir sind auf der Seite des jungen Afrika und wir begeistern uns für die revolutionäre Stimmung dort, ja. Und deswegen würde ich jetzt so ein Titelbild wie 2016 nicht mehr machen. Aber das Besondere ist ja, dieses Titelbild hat damals nicht zum Anstoß beim Verfassungsschutz geführt. Weil,
Okay, dann hat der Verfassungsschutz, damals doch Hans-Georg Maaßen, vermutlich die Ausgabe sehr genau gelesen. Mhm. Und dann haben sie festgestellt, naja, Titelbild ist ein bisschen zu populistisch, aber die Texte waren nicht rassistisch, sondern wir haben auch in den Texten drin gehabt damals die guten Afrikaner, die in Deutschland leben und gute Sachen gemacht haben. Ja, da haben wir einige vorgestellt. Und das wird jetzt dieses Titelbild wurde uns erst vorgeworfen, nachdem Maaßen gestürzt war und nachdem der Verfassungsschutz eine neue Führung bekommen hatte. Mhm. Elsässer ist klug. Klügste Antwort heute zum Thema Aktivismus. Der Journalismus kann natürlich dem Aktivismus sozusagen durch Recherche und durch Zurverfügungstellen von Fakten und durch Verdichtung von Analyse eine gewisse Hilfe sein. Geopolitik. Die Patrioten können sich auch in den USA durchsetzen mit Hilfe von Donald Trump, America First. Die Umfragen sind ja entsprechend schon seit Frühjahr ausgefallen und gleichzeitig droht dem Westen der NATO eine große Schlappe in der Ukraine. Also überall bricht dieses globalistische westliche Weltsystem zusammen und dann gibt's da ein Medium namens Kompakt, das eine starke und immer stärker werdende Stimme ist für diese multipolare Tendenz. Ein Gespenst geht um die BRICS. Einblendung fürs Transkript. Schwachsinniges Lachen. Ab wann lief es falsch in Deutschland? Der Lehrer doziert. Also eine wichtige Wegmarke ist ungefähr das Jahr 2000. Sie müssen überlegen, im Jahre 1998, die erste rot-grüne Regierung ans Ruder kam unter Gerhard Schröder, da gab es im gleichen Monat des Regierungsantritts, wurde der renommierte Friedenspreis des deutschen Buchhandels auf der Frankfurter Buchmesse verliehen. Und diesen Buchpreis hat bekommen Martin Walser. Und die ganze Festveranstaltung, da waren alle Repräsentanten des Staates, alle Vertreter der Parteien, Bundespräsident, Bundeskanzler und, ja. Das war wirklich eine Versammlung der deutschen Elite, Wirtschaftsführer. Und nach der Rede von Martin Walser sind alle aufgestanden und haben dieser Rede Standing Ovation gegeben, obwohl oder vielleicht sogar weil Martin Walser damals im Grunde dasselbe gesagt hat, was 20 Jahre später Björn Höcke gesagt hat, nämlich dieses Holocaust-Mahnmal in Berlin, das ist die Monumentalisierung unserer Schande. So sollte man Vergangenheitspolitik nicht betreiben. Das ist zu sehr masochistisch, ja. Man muss die Schuld eingestehen, am Holocaust zum Beispiel, aber nicht sozusagen betonieren für die Ewigkeit. So ähnlich hat es Walser gesagt und so ähnlich hat es später Höcke gesagt. Und damals hat die Staatsspitze geklatscht und 20 Jahre später Höcke, ja, wurde ja zum neuen Hitler erklärt. Höcke ist doof, richtig doof. Nochmal aus dem CDU-Thüringen-Wahlkampf-Spot. Es wurde ja auch von den Mainstream-Medien, wurde es ja auch diskutiert oder zumindest auch aufgegriffen. Besonders hervorgestochen ist da die Berichterstattung, oder bei mir hervorgestochen ist da die Berichterstattung des Spiegels. Der Spiegel schreibt nämlich, politisch nationalradikale Titel wie Kompakt hätten, und das ist das Zitat, kein Recht auf Pressefreiheit. Man könne zwar darüber debattieren, Zitat, aber ein Verbot ist besser. Was sagen Sie dazu? Ja, der Spiegel ist das Flaggschiff dieser neofaschistischen Tendenz, das publizistische Flaggschiff. Es ist wirklich traurig, wenn man vor dem Hintergrund die Sache betrachtet, dass der Spiegel ja selbst 1962 Objekt solcher Maßnahmen war und jetzt die Nachfolger spucken jetzt auf das Grab von Spiegelgründer Rudolf Augstein und machen sich selber gemein mit diesen diktatorischen Tendenzen. Das ist wirklich sehr, sehr niederschmetternd. Ist übrigens interessant, es gibt noch eine Parallele zwischen der Spiegelaffäre und dem Kompaktverbot. Die Spiegelaffäre begann mit einem Artikel damals, 1962, der trug den Titel bedingt abwehrbereit. Und da hat der Spiegel aufgedeckt,
dass es Atombewaffnungspläne gibt gegen die Russen damals, die die konventionelle Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik verhindern, weil alles Geld in die Atomwaffen reingeht. Ja. Also der Spiegel wurde damals attackiert wegen seiner rüstungskritischen Haltung. Und wegen dieser, damals war ja kalter Krieg, der in den heißen Krieg hätte übergehen können. So ist ja auch bei uns, ist ja ein wesentliches Element, dass wir ein Friedensorgan sind, dass wir diese aggressiven Tendenzen der NATO hin auf einen dritten Weltkrieg kritisieren. Und das ist natürlich auch ein sehr starkes Motiv gewesen, uns zu verbieten. Man will, bevor die Sache eskaliert, und ich befürchte ja, sie eskaliert, will man eine mächtige Friedensstimme wie Kompakt oder weitergehend auch eine mächtige Friedenspartei wie die AfD, will man weghaben. Wichtig ist mir bei solchen Dingen, dass der Friedensstaat DDR einmal einen Tritt in den Magen bekommt. Sie, also wie demokratisch ist Deutschland eigentlich aus Ihrer Sicht? Nein, wir haben keine Demokratie mehr. Die Demokratie ist suspendiert. Wir haben zwar noch Wahlen, aber diese Wahlen stehen unter so starkem diktatorischen Druck, dass der Unterschied zu den Volkskammerwahlen, die es ja auch in der DDR gab, in der DDR gab es auch mehrere Parteien. Aber sie waren dann zwangsfusioniert im Blockparteiensystem in der Einheitsliste. Und so haben wir jetzt auch ein Blockparteiensystem, ein Blockkartell. Und die Wahlen, ja, sind nur noch nominell mit der Demokratie verbunden. Ich würde, das deutsche System ist eine Diktatur geworden. Wer in der DDR lebte, wusste schon, mit den Blockparteien etwas anzufangen. Die Namhaften, die sich dort engagierten, und das wurde auch offen publiziert, konnten etwas kritische Distanz für sich beanspruchen. Zwischen den Zeilen halt. Ich verteidige das Grundgesetz, aber das Schweizer Element direkte Demokratie muss eingebaut werden. Der Clou ist ja, im Grundgesetz gibt es seit 1949 einen entsprechenden Passus. Und zwar in Artikel 20.4 heißt es, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Es gibt ein Bundeswahlgesetz, das diese Bestimmung aus Grundgesetz 20.4 ausarbeitet. Aber es gibt kein Bundesabstimmungsgesetz, das die Bestimmung aus 20.4 ausarbeitet. Deswegen haben wir immer noch keine Volksabstimmungen wie in der Schweiz auf Bundesebene, sondern nur auf Länderebene oder kommunaler Ebene. Und da muss Deutschland auf das Niveau der Schweiz kommen, ganz klar. Herr Elsässer, ich denke, der Asylantrag ist im Ernstfall genehmigt. Schon Klaus Wieselski äußerte sich gegenüber Roman Zeller ähnlich. Der Journalist der Schweizer Weltwoche ist gut beraten, die entsprechenden Antragsformulare für seine Interviewpartner mitzuführen. So denn der Elsässer Jürgen heute im Dossier. Heute und morgen zwei längere Dossiers in dieser Sache. Mir war Ausführlichkeit wichtig. 22. August 2024, Donnerstag, die kleine Audiodatei. Wir beginnen mit einer scheinbar kleinen, uninteressanten Meldung aus Dresden. Susanne Bonert, Selfmade-Kommunistin, greift einen Facebook-Post der Deutschen Kommunistischen Partei auf. Kriminalisierung von Kommunisten am Jahrestag der Ermordung des Kämpfers gegen Faschismus, Imperialismus und Krieg Ernst Thälmann. In Dresden wurde am 17. August ein Symbol der KPD kriminalisiert, ein Pavillon mit Hammer und Sichel wurde eingezogen, unter dem Vorwand der Verwendung verfassungswidriger Organisationen. Die KPD aber, Neugründung in den letzten Monaten der DDR, legale Partei in der BRD, darf diese Symbole verwenden, zumindest im Osten. Auf dem Gebiet der DDR. Es ist so wie mit den FDJ verboten. Als die Polizei darauf hingewiesen wurde, wurde entgegnet, dass man nur umsetze, was ihnen gesagt wird und dass man da jetzt nicht viel machen kann. Googeln KPD Ost, im Osten Thüringen. Interessante Meldung von Thüringen 24, dem Portal. Die Ukraine-Offensive droht nach hinten loszugehen, Putin reagiert anders als erhofft. Fast enttäuscht schreibt man allen Ernstes, obwohl ukrainische Truppen russisches Territorium besetzen, reagiert der Kreml nicht mit atomarer Vergeltung. Passend dazu die russische Berichterstattung über den Parteitag der Demokraten in den USA. Die Vereinigten Staaten bereiten eine Militärintervention gegen Russland vor. Joe Biden forderte Harris und den Rest Amerikas auf. Er meint die USA, Russland bis zum Ende zu bekämpfen. Wird man es noch in ein BRICS-Land schaffen? Verbleib USA. Robert F. Kennedy Jr. wird einem Medienbericht zufolge seine Kandidatur für die Wahl bis Ende der Woche aufgeben. Es berichtet ABC News, ORF übernimmt.
Der scheidende israelische Geheimdienstchef bittet um Vergebung für den 7. Oktober. Er habe nicht gewarnt. Israel erklärt die Hamas-Brigade in Rafah für besiegt. Iranische Medien berichten Raisis Hubschaubercrash. War ein Unfall. Quellen ORF. Im Gebiet Kursk 300 ukrainische Soldaten getötet, 26 Kampffahrzeuge zerstört, Kampfjet abgeschossen. Olaf Scholz hält die ukrainische Offensive für begrenzt. Taurus liefert er nicht. Das ist richtig. Krieg ist scheiße. Kühl im Norden, sonst Sommer. Sonntag Gewitter in der Osthälfte, dann kühler ab Mitte der kommenden Woche, sommerlich. Machabu. Alternative Music.